willkommen zu einem neuen Video von mir und willkommen zu meiner Review meines DM-Hauls von letzter Woche. Und ich bin immer noch so aufgeregt, denn mein Video, also mein DM-Haul, hat tatsächlich innerhalb von einer Woche mehr als 1000 Aufrufe gekriegt und das ist für mich doch schon eher speziell. Deshalb an alle euch da draußen, die dieses Video schon gesehen haben, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich verlinke euch das sehr, sehr gerne mal unten. Und dann würde ich aber sagen, beginnen wir gleich mit den Produkten, die ich getestet habe, wie gut ich die fand, ob ich schon sagen kann, ob ich die wirklich super finde oder doch eher nicht mehr verwenden werde. Und dann würde ich doch einfach noch sagen, wenn euch dieses Video gefallen sollte, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und natürlich dürft ihr mich auch sehr, sehr gerne unten abonnieren. Und dann würde ich jetzt sagen, beginnen wir aber gleich mit dem ersten Produkt. Ja, ich habe hier wieder meinen Korb voll Produkte. Ich hoffe jetzt, ich habe alles wieder zusammen, denn ich hatte das mehr oder weniger die ganze Woche im Badezimmer stehen, dass ich mich wirklich daran halte, die neuen Produkte auch so zu testen, dass ich euch heute meine Meinung dazu abgeben kann. Ja, was ich euch gleich sagen kann, sind natürlich die hier. Ihr wisst, ich liebe die, ich brauche die täglich, von daher muss ich da gar nicht viel dazu sagen, denn ja, ich liebe diese Dinge, ich brauche die, wie gesagt, jeden Tag und ja, sehr, sehr empfehlenswert. Was ich jetzt die Woche extra nicht getestet habe, das ist das hier, denn ich weiß, ich liebe diese Haarmaske, denn ich habe mir auch ein neues Shampoo und Spülung gekauft und ich wollte halt wirklich testen, wie diese Spülung mit dem Shampoo zusammen wirkt und halt ohne jegliche Produkte dazu, denn ansonsten kann das natürlich schon ein bisschen beeinflussen, aber einfach meine Meinung zu diesem Produkt sehr, sehr gut, also wirklich, wenn ihr eine super Haarmaske sucht, probiert unbedingt diese hier aus, ist sehr, sehr empfehlenswert. Ja, und dann kommen wir doch gleich jetzt mal hier zu dem Shampoo und zu der Pflegespülung von diesem Pantene Pro-V Repair & Care Pflegespülung, Shampoo, Set, wie auch immer. Ich muss sagen, es hat sich sehr gut angefühlt und ich habe schon, als ich daran gerochen habe, jetzt nicht so einen intensiven Geschmack festgestellt, was ich eigentlich auch noch mag. Irgendwie, ich rieche es trotzdem in den Haaren, aber jetzt nicht so mega extrem. Aber was es gemacht hat zu den Haaren, muss ich sagen, ohne jegliche Produkte wie Öle oder diese Haarmaske dazu, finde ich doch, es ist eigentlich sehr, sehr gut und ich werde das auf jeden Fall weiterhin probieren und weiterhin testen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann ein Nachfolger für mein Lieblingsshampoo wird, das man nur in Amerika bekommt. Von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das weiterhin auch mit anderen Produkten in meinen Haaren funktioniert. Aber bis dahin kann ich doch sagen, auf jeden Fall ein Produkt, das ich weiterempfehlen kann. Und dann geht es weiter mit Duschen. Und zwar mit diesem Duschgel hier kann ich sagen, ist gut, riecht gut. Habe ich jetzt nicht speziell was gemerkt, dass das besonders feuchtigkeitsspendend ist oder so. Es hat sich auf jeden Fall schön angefühlt auf der Haut. Gut gerochen, nicht sehr lange. Aber für den Preis kann ich auf jeden Fall sagen, würde ich es wieder kaufen, denn der Geruch ist wirklich super, super gut. Sehr, sehr erfrischend. Aber wie gesagt, leider hält er nicht so, so lange. Aber ja, für den Preis würde ich sagen, auf jeden Fall mal ausprobieren. Und das hier war auch mega witzig, das mal auszuprobieren. Ihr wisst, ich liebe meinen Duschschaum von Rituals und auch die von Bibi sind nicht so schlecht. Deshalb war ich sehr, sehr gespannt, dass ich den hier mal austesten kann. Und ich kann euch sagen, der Geruch ist so gut. Wirklich super, super lecker und eben nicht so extrem übertrieben intensiv wie die bei Bibi. Das ist ja zum Teil so ein bisschen mein Kritikpunkt. Ich mag die sehr gerne, aber sie sind sehr, sehr intensiv vom Geschmack. Es hält auch nicht so besonders lange auf der Haut. Deshalb denke ich mir irgendwie so, für was riecht das so extrem und nachher riecht man fast nichts mehr. Aber der hier, wie gesagt, riecht nicht so extrem, sehr, sehr angenehm. Und ja. Fühlt sich sehr gut an auf der Haut, gibt ein schönes Gefühl, jetzt auch nicht besonders feuchtigkeitsspendend, aber steht glaube ich auch nichts davon, also von daher ist das jetzt kein Kritikpunkt. Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen und auf jeden Fall auch andere Sorten und Geschmacksrichtungen austesten. Aber die hier, Hawaiian Dream, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, roch wirklich sehr, sehr angenehm und eben nicht so intensiv.
Ja, und dann kommen wir jetzt zu diesem Balea Duschöl. Da war ich jetzt sehr, sehr gespannt, da ich noch nie ein Duschöl benutzt habe und irgendwie auch nicht so richtig eine Vorstellung hatte, wie das Ganze funktioniert. Ja. Und ich muss sagen, ihr seht schon in der Flasche hier, es ist natürlich sehr, sehr flüssig, jetzt nicht wie ein Gel oder ein Schaum, sondern es ist eigentlich wirklich fast wie Wasser, also wenn man das rauslässt. Ich würde es nicht auf die Hand geben, wie ich das erste Mal, denn dann läuft alles so dazwischen und ihr habt nichts mehr vom Produkt, sondern wirklich gebt es gleich irgendwie auf die Stelle, die ihr dann eincremen möchtet, am besten einfach auf euren Körper so drauf. Und dann einreiben und wo ich das eingerieben habe, hat es so eine Art wie nicht ein Schaum, aber sowas gebildet. Und ich war total überrascht, weil ich das nicht dachte von einem Duschöl, sondern es war eher dann wie eine Konsistenz von einem Duschgel. Also sehr, sehr angenehm und ich finde auf jeden Fall hat es für meine trockene Haut geholfen. Jetzt nicht, dass ich festgestellt hatte, dass es nicht mehr so extrem trocken ist, ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Aber ich muss es dafür halt einfach noch weiterhin benutzen und mehr benutzen. Aber so als erstes Fazit kann ich euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr trockene Haut habt, probiert es unbedingt aus. Mir hat es auf jeden Fall bisher geholfen und es war sehr, sehr angenehm auf der Haut. Es riecht sehr gut, auch überhaupt nicht intensiv oder so, einfach sehr angenehm. Und eine liebe Zuschauerin hat mir noch in meinem letzten Video, als ich das gezeigt habe, wo ich das gekauft habe, einen Kommentar hinterlassen, und zwar, dass man damit auch sehr, sehr gut Make-up-Pinsel reinigen kann. Also das habe ich bis jetzt noch nicht getestet, werde ich aber auf jeden Fall ausprobieren. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, denn solche Öle sind ja sehr, sehr gut, auch für die Haare der Pinsel. Von daher probiere ich das bestimmt aus, einfach noch als Tipp auch für euch da draußen, falls ihr den Kommentar nicht gesehen habt. Dann kommen wir mal zu dem Deo hier, Rexona Deo. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, weil es den eben nicht in der kleinen Größe gab, aber grundsätzlich zum Deo muss ich sagen, der ist sehr, sehr gut, sehr angenehm, überhaupt nicht irgendwie, dass es... Ich hatte das auch schon mit verschiedenen Deos, dass es mich dann nachher wie so irgendwie gekratzt und gebissen hat, aber der war sehr, sehr angenehm, hatte ich eben, glaube ich, auch schon in der kleinen Version, bin jetzt aber nicht mehr sicher. Aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass der 48 Stunden frisch hält, denn ja, ich dusche zwischendurch auch mal. Aber ich mag den sehr, sehr gerne vom Geruch her und ja, würde den bestimmt wieder kaufen, wenn es den auch in der kleineren Größe gibt. Ja, und den hier habe ich jetzt leider nicht getestet, denn ich war wirklich die ganze Woche auf den hier fixiert, weil den kenne ich auch schon und mag ich eigentlich auch gerne. Wenn ihr mal ein Deo probieren möchtet, probiert auf jeden Fall mal den hier. Er ist sehr angenehm und sonst auch gerne diesen hier. Den finde ich noch vom Geruch her eigentlich fast, ich sage jetzt mal, ja, sportlicher steht das auch. Weiß gar nicht. And Motion Sense. Aber auf jeden Fall verbinde ich damit so ein bisschen diesen sportlichen Geruch. Und wenn ihr das mögt, probiert den auf jeden Fall. Das riecht halt wirklich fast 1:1 wie die Körperlotion. Wie die Körperlotion von Dove, aber sehr, sehr gut. Auf jeden Fall beide zu empfehlen. Ja, und etwas, was ich euch leider nicht mehr zeigen kann, weil ich das ja probiert und getestet habe und deshalb auch nicht mehr hier habe, ist diese mega süße Panda-Bär-Maske, die ich ja eigentlich wirklich nur wegen dem Aussehen gekauft habe. Stand auch drauf, so ein bisschen für trockene Haut, aber grundsätzlich habe ich mir die wirklich gekauft, weil es so süß aussah. Ich muss dann allerdings sagen, als ich das Ganze auf dem Gesicht hatte mit dieser Sheet Mask, sah das Ganze nicht mehr so süß aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber es hat auf jeden Fall gewirkt. Meine Haut fühlte sich danach wirklich super genährt an, sehr, sehr geschmeidig und fein, also wirklich überhaupt nicht trocken. Von daher, das Produkt an sich wirklich sehr, sehr gut. Leider sieht man damit nicht ganz so süß aus, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber trotzdem sehr, sehr empfehlenswert. Und da möchte ich euch natürlich auch diese Feuchtigkeitsmaske hier zeigen. Ja, ihr seht schon, ich habe die jetzt nicht benutzt, da ich einfach weiß, dass ich die mag und sehr, sehr gut finde und dachte mir, so kann ich die euch auch wieder zeigen. Und ja, ich werde die, glaube ich, gleich heute Abend machen, denn meine Haut fühlt sich wieder ein bisschen trocken an. Von daher probiere ich das gleich heute Abend, aber ich kann euch wirklich sagen, ich habe das schon
unzählige Male hier gebraucht und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ihr trockene Haut habt, probiert auf jeden Fall mal die hier aus. Ich würde sagen so alle 2-3 Tage, nicht jeden Tag, man muss nicht übertreiben und die Haut nicht so reizen. Natürlich ist eine Feuchtigkeitsspende Maske, aber trotzdem würde ich so alle 2-3 Tage benutzen. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und hilfreich gegen trockene Haut. Dann kommen wir jetzt zu dem hier, zu dem Micellenreinigungswasser. Da hatte ich ja auch schon Anfangswoche einen Post auf Instagram gepostet, wie ich das wohl finde. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr gut. Was ich sagen kann, ich behalte auf jeden Fall meine Abschminktücher von Vivian Care für meinen Augenbereich, denn ich kann einfach nicht mit Flüssigkeiten auf einem Wattepad in meine Augen gehen. Irgendwie, keine Ahnung, ich hatte das schon immer, ich kann das einfach nicht. Aber für den Rest des Gesichtes, um nach der Reinigung quasi nochmal mit dem rüber zu gehen, finde ich das echt super. Es nimmt nochmal irgendwie so jedes bisschen Schmutz und Make-up, das man sonst vorher noch irgendwie noch nicht entfernt hatte, nimmt das auf jeden Fall nochmal weg. Und das sieht man halt wirklich auch im Wattepad, sobald alles runter ist und man wirklich eine gereinigte Haut dann nachher hat. Also von daher mag ich das sehr, sehr gerne. Hat auch meine Haut nicht irritiert, hatte keine roten Flecke oder sowas. Von daher benutze ich das auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr gerne und kann es auch euch gerne weiterempfehlen. Ja, dann kommen wir jetzt zur Schminke und Make-up. Und ja, da hatte ich ja diese zwei Foundations hier gekauft. Einmal das Essence Fresh and Fit Awake Make-up Healthy Glow und Maybelline Dream Satin Liquid Make-up und Feuchtigkeitsserum. Ja, ich hatte jetzt beide einfach einmal so getestet in der Woche. Ihr wisst, ich laufe nicht jeden Tag mit einem Gesicht voller Make-up rum. Was ich aber so auf den ersten Blick sagen kann, ist, das hier von Essence mag ich jetzt schon sehr, sehr gerne. Denn ich hatte das mit einem Pinsel ausprobiert, denn da merke ich eigentlich sehr, sehr schnell, mag ich das oder mag ich das nicht so. Und das hat sich sehr, sehr gut auftragen lassen. Ist auf jeden Fall ein etwas leichteres Make-up, jetzt nicht mega so Full Coverage, dass man nichts mehr sieht. Aber man kann es auf jeden Fall auch ein bisschen bilden. Es hat dann auf jeden Fall eine mittlere Deckkraft, aber ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Es hat gut auf meiner Haut gesessen, es hat meine Haut nicht irritiert, es sah gut aus auf meiner Haut, fand ich. Und ich ging auch nicht so in die Linien hier hinein wie das hier. Aber darauf komme ich gleich. ja, eigentlich wirklich kann ich dazu bisher nichts Schlechtes sagen. Ich muss die natürlich einfach noch mehr testen. Aber ja, von daher finde ich die sehr, sehr gut und probiert die auf jeden Fall mal aus. Ich bin jetzt hier in der Farbe 10 Fresh Ivory und dachte auch, das passt wirklich sehr, sehr gut zu meinem Hautton. Von daher kann ich das wirklich weiterempfehlen. Und jetzt zur Maybelline Dream Satin Liquid. Ja, irgendwie kann ich mich nicht so entscheiden. Ich trage das übrigens auch jetzt gerade auf der Haut. Ich finde irgendwie, es sieht schon gut aus, aber wenn ihr genau schaut, hier so in den Lachfalten setzt sich das schon ab. Und ich trage das jetzt knapp eine Stunde und wenn das jetzt schon hier so in meine Lachfalten sich absetzt, kann ich euch jetzt schon sagen, dass ich das eigentlich nicht so mag. Und ich habe das Ganze auch mit einem Pinsel aufgetragen, einfach wie gesagt, weil ich wissen wollte, wie das Ganze performt auf der Haut. Und mit dem Pinsel war es super, super komisch, wirklich. Ich hatte das aufgetragen, ging mit dem Pinsel darüber. Und irgendwie merkte ich so, indem ich das eigentlich in die Haut einblenden wollte, wie das Ganze wieder wegkommt. Also ich hatte ein bisschen Deckkraft, ging mit dem Pinsel wieder rüber und weg war die Deckkraft. Also irgendwie so bin ich noch nicht so ein Fan jetzt davon, aber ich werde nicht aufgeben, denn ich habe viel, viel Gutes darüber gehört und werde das nächstes Mal einfach mit dem Beauty Blender auftragen und bin mir sicher, dass es dann besser aussieht. Denn eigentlich mag ich so das Finish, das es meiner Haut gibt. Es ist wirklich so ein Satin-Finish. Also es ist nicht matt, es ist nicht übertrieben glänzend oder so. Wirklich sehr, sehr schön finde ich es. Einfach schöner, wenn es nicht so hier in die Lachfalten einsinken würde und sich nicht so komisch auftragen würde. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, ich habe jetzt die hellste Farbe, Neutral Ivory 01. Also ich nehme an, es ist die hellste Farbe 01.
Und irgendwie finde ich jetzt das nicht so hell. Ich habe auf jeden Fall Make-up hier von Catrice zum Beispiel oder NYX, das viel, viel heller ist. Also denke ich mir jetzt für euch da draußen, die helleren Farbton haben, denke ich mir, wird das vielleicht sogar ein bisschen zu dunkel sein. Denn ich finde es jetzt auf meiner Haut schon nicht dunkel, jetzt genau richtig, aber eben für die hellste Farbe finde ich das einfach ein bisschen schwach. Ich weiß nicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht gibt es ja noch hellere Farben, aber ich nehme jetzt mal an, 01 und Neutral Ivory wird das hellste sein. Von daher würde ich mir einfach wünschen, gibt es noch hellere Farbtöne für euch da draußen, die noch hellere Haut haben als ich. Ja. Aber wie gesagt, testen, testen, testen und ich werde euch auf jeden Fall wieder berichten, ob ich das Ganze mag. Und übrigens, wenn ihr das sehen möchtet, wie ich das Ganze aufgetragen habe und generell mein Make-up heute, schaut auf jeden Fall nächste Woche am Freitag auf meinem Instagram-Profil vorbei. Denn ich habe jetzt angefangen, jeden Freitag auch ein Beauty-Tutorial oder ein Video hochzuladen, das mit Beauty zu tun hat, und poste das dann exklusiv auf meinem Instagram-Account. Also wenn ihr Instagram habt, schaut doch auf jeden Fall gerne mal unter meinem Instagram Weekly Mail 1 vorbei. Und da seht ihr dann auch das Video dazu nächsten Freitag, wie das Ganze performt hat. Oder auch das letzte Video mit dem Essence Make-up. Wenn ihr das sehen möchtet, geht auf jeden Fall mal auf meinem Profil vorbei. Und ja, das war's dann jetzt zu dem Make-up. Dann geht's weiter mit diesem Setting Spray hier von Essence. Ja, wie gesagt, ich habe da auch so ein Instagram-Video gefilmt und habe das dann das erste Mal natürlich auch getestet. Nein, es steht ja wirklich, man soll das gut schütteln, und ich habe das bestimmt jetzt, ohne zu lügen, irgendwie eine halbe Minute oder so geschüttelt, denn ich kenne das, wenn das nicht gut geschüttelt ist, dann gibt es eben solche Flecken, aber das hat auch nach einer halben Stunde solche Flecken gegeben, wirklich. Ich hatte mich so angeschaut in der Kamera und überall waren einfach solche wie so violette Flecken auf meinem Gesicht. Das hat mein ganzes Make-up zerstört. Danke an das hier. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, ob ich das nochmal probieren möchte, denn wenn ich mich gerade so geschminkt habe, eigentlich zufrieden bin mit dem Make-up und dann das eigentlich so als Abschluss darüber gebe, dass es dann einfach schöner noch aussieht und länger halten soll und es dann das Make-up versaut, irgendwie, ja. Ich möchte es aber irgendwie doch wieder testen. Vielleicht habe ich einfach wirklich, muss man eine Minute und nicht nur eine halbe Minute da so schütteln. Aber irgendwie auch der Spray war ganz, ganz merkwürdig, so wirklich sehr, sehr punktuell und nicht so einen schönen, feinen Spray. Also irgendwie, nein, ich bin auf jeden Fall kein Fan davon. Ich werde es vielleicht schon wieder mal probieren, denn wie gesagt, ich fände es schade, wenn ich das nicht mal mögen würde. Denn das Konzept an sich gefällt mir eigentlich, aber ja, der Spray an sich und das Produkt selber war nicht so der Hit. Was aber echt der Hit war, da war ich so erstaunt, und zwar war es das hier. Das ist von Essence, der Metal Shock Eyeshadow. Ich muss mir auf jeden Fall noch mehr von diesen kaufen, die sind so gut, wirklich der Hammer. Sind super pigmentiert, man kann es einfach so auf das Augenlid draufgeben, etwas mit dem Finger verteilen und fertig. So einfach, so gut, so günstig, also wirklich unbedingt weiter zu empfehlen. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, weil das ist ja natürlich flüssig und muss dann trocknen, und das trocknet nun mal nicht ganz so schnell, also lasst wirklich die Augen einfach geschlossen, tragt es auf, lasst es trocknen und öffnet erst dann die Augen, denn ansonsten kann es einfach sein, dass es dann einfach vom Augenlid übertragen wird und ihr dann irgendwie hier oben oder so golden seid. Aber generell mag ich das Produkt sehr, sehr gerne. Achtet einfach kurz darauf, dass es bestimmt trocken ist, bevor ihr die Augen öffnet. Und ja, wie gesagt, ich muss unbedingt mehr Farben davon bekommen. Und ja, ich konnte ja endlich den Doppelgänger von der Lash Paradise, meiner absoluten Lieblingsmascara im Moment aus den USA, auch hier in Europa finden. Und zwar ist das die L'Oreal Paradise Ecstatic, ich kann das nie aussprechen, Ecstatic. Ja, ich bin begeistert von der Mascara, wirklich. Oh, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eigentlich 1:1 wahrscheinlich dasselbe Produkt ist wie das Lash Paradise, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser.
Ja, ich weiß, klingt total verrückt, aber ich liebe die Mascara wirklich. Ich benutze die jetzt täglich, weil meine andere ist eh ausgetrocknet. Von daher unbedingt ausprobieren. Ihr braucht eine neue Mascara, probiert die unbedingt aus. Sehr, sehr gut. Und was auch sehr, sehr gut ist, ist das hier von auch von Maybelline. Und zwar ist das die Maybelline Superstay Matte Ink Liquid Lipstick oder irgendwie sowas. Das hier ist jetzt in der Farbe 05 Loyalist. Oh mein Gott. Erstens, ich liebe die Formel, wirklich. Man muss eigentlich nicht warten, bis das Ganze trocknet. Sobald man es aufgetragen hat, trocknet es so super schnell. Und auch die Farbe hier ist super schön. Das ist jetzt das, was ich auf meinen Lippen trage. Ihr seht schon, es ist auf jeden Fall dunkler als jetzt hier die Flasche. Aber ich mag das Produkt sehr, sehr gerne. Brauche auf jeden Fall auch noch mehr Farben davon, weil ja, ich finde, es ist sehr, sehr angenehm auf den Lippen, auch wenn es eine matte Formel ist, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Auch es ist überhaupt nicht irgendwie so klebrig oder irgendwie, ja. Einfach wirklich super, super und ja, auch sehr, sehr empfehlenswert. Und jetzt kommen wir auch wieder zu so einem Kandidaten und auch zu meinem letzten Produkt, wo ich einfach nicht weiß, ob ich es mag oder nicht. Und zwar ist das auch von Maybelline, der neue Total Temptation Mascara. Ich trage den auch jetzt gerade auf meinen Wimpern. Ja, ich weiß nicht. Es sieht eigentlich schön aus, finde ich auf jeden Fall. Aber irgendwie, ja, ich muss das Ganze auch einfach weiterhin testen, testen, testen. Denn eigentlich mag ich, eigentlich mag ich die Mascara schon. Denn man trägt sie auf und es gibt wirklich sofort super lange Wimpern. Aber wenn man eben mehrmals darüber geht, geht es sehr schnell, dass es so ein bisschen zusammenklebt. Was ich eben nicht so mag an der Mascara, denn ich gehe gerne 2-3 Mal darüber, einfach dass der Effekt besser ist. Und irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, es kommt nun mal nicht so an die hier ran, an die Paradise Aesthetic. ja, aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Mascara, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr die probieren sollt. Ich würde einfach mal sagen, probiert die. Denn, wie gesagt, sie gibt super lange Wimpern. Nicht wirklich voluminös oder so, aber eben super lang. Ihr achtet einfach darauf, wenn ihr das zweite Mal rüber geht, vielleicht, dass es wirklich schon ein bisschen trocken ist. Vielleicht ist auch das das Problem, dass ich zu schnell darüber ging. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, es war einfach noch nicht so lieb auf den ersten Blick wie mit der hier. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn ich die einfach noch mehr und mehr teste und benutze, dass ich die dann bestimmt auch mehr mögen werde. Denn wie gesagt, ich finde, meine Augen sehen heute mit der Mascara nicht schlecht aus. Ach so, ja, was ich sagen wollte, was mich gestört hat an der Mascara, jetzt wo ich mich gerade so in der Kamera angeschaut habe, es überträgt oben auf das Augenlid und ich hasse das, ich hasse das. Das hatte eben die hier nicht, das hatte auch der Vorgänger sozusagen, Doppelgänger von der hier nicht. Und der hatte das. Und das ist schon mal so ein Punkt, wo ich mir dann denke, so, nein, wieso? Denn wenn ich die einfach auftragen möchte und dann plötzlich habe ich hier oben solche schwarzen Stellen, dann irgendwie, weiß ich nicht, mag ich die schon nicht mehr so. Dann muss ich mir so ein Q-Tip holen, das Ganze wegnehmen. Auf jeden Fall kein Drama, aber wenn es das nicht macht und das eben schon, ist es ein kleineres Drama. Aber wie gesagt, ich muss die einfach noch mehr testen. Ich bin jetzt nicht super abgeneigt davon und ja, möchte einfach auch sehen, ob es weiterhin auch nach oben überträgt oder nicht. Aber ja. Dass dieses Video nicht noch 1 Million Jahre länger wird, beenden wir es jetzt einfach hier. Das sind alle Produkte, die ich getestet habe, worüber ich euch einfach gerne auch meine Meinung darüber sagen wollte. Und ja, ich hoffe sehr, ihr mochtet dieses Video. Es war auf jeden Fall mal was anderes, denn ich hatte das noch nie so gemacht, eine Review von meinem DM Haul. Meistens habt ihr dann irgendwie in einem Favoritenvideo was gesehen, das ich mir gekauft habe und dann dort gezeigt habe. Aber eben nicht von jedem Produkt, ob ich es gemacht habe oder nicht. Lasst mir doch sehr, sehr gerne in den Kommentaren unten wissen, ob ihr diese Art von Video auch mochtet oder ob ihr sagt, nein, könnte ich darauf verzichten, dann mache ich das nächste Mal nicht mehr. Und ja, ich hoffe einfach sehr, das Video generell hat euch sehr gefallen.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch, denn ich poste jetzt wieder 2 Videos die Woche. Mittwoch kommt was über Food und DIY und Sonntag ist so die Beauty- und Fashion-Zeit hier auf meinem Kanal. Und ja, wie gesagt, würde ich sagen, sehen wir uns Mittwoch zu einem neuen Video von mir und sonst bis Sonntag zu einem Beauty-Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.